Jetzt spielen wir Tic-Tac-Toe, das schnelle Spiel für helle Köpfe. Heute mit Thomas und Siegbert, Harald und Ines und natürlich mit Michael Förster. Hallo. Dankeschön. Hallo. Willkommen, liebe Zuschauer, zu Tic-Tac-Toe. Heute wird spannend, denn es könnte ja sein, dass eventuell die goldene Tic-Tac-Toe-Frage gestellt wird. Dazu müsste allerdings der amtierende Champion ins Finale kommen und dort zum dritten Mal erfolgreich sein. Und dann werden wir erstmal abwarten. Er steht auf jeden Fall schon mal am Pult. Wir begrüßen Thomas und Siegbert. Thomas, unser Champion aus Neuwied. Und Siegbert, der Herausforderer aus Kulheim. Hallo. Hallo. 14.100 D-Mark sind es ja bis zu diesem Zeitpunkt. Wie fühlt man sich so? Entspannt, weil man sagt, das hat man ja schon mal? Oder so ein bisschen aufgeregt, weil man sich überlegt, was passiert, wenn ich jetzt zum dritten Mal Champion werde? Na, ich versuche möglichst nicht an das Geld zu denken und mich auf das heutige Spiel zu konzentrieren. Sonst wird man vielleicht nervös. Aha, gute Einstellung. Viel Glück heute bei Tic-Tac-Toe. Der neue Herausforderer, der Siegbert, hat einen Wunsch. Und wir versuchen ja, die Wünsche unserer Kandidaten so ein bisschen in die Realität umzusetzen. Vielleicht klappt es, ja? Sie möchten was gerne sein? Ja, ich möchte gerne Leiche in einem Krimi sein. Wieso denn gerade Leiche? Das ist ja ganz einfach. Da brauche ich keinen Text zu lernen. Das ist ein Argument, das stimmt. Da hätte ich gar nicht dran gedacht jetzt. Ja, und ich bleibe schon lange im Bild. Ich hoffe, Sie gehen nicht als Leiche hier aus der Sendung hervor. Viel Glück heute bei Tic-Tac-Toe. Die Aufgabe unserer Kandidaten ist es wieder, mit dem X und dem O Reihen zu bilden auf unserem Spielfeld. Diese Reihen können waagerecht verlaufen oder senkrecht oder auch diagonal. Um das X oder das O zu platzieren, müssen die Kandidaten zuvor Fragen beantworten aus 6 Normalkategorien und 3 Spezialkategorien. Die heutigen Aufgabengebiete lauten Broterwerb. Immer zwei, die zusammengehören. 40er Jahre. Vorhang auf. Neue Welt. Wir. Dazu die Spezialkategorien. Duell. Treffer. Und Stopp was. Thomas, Sie starten. Dann nehme ich die neue Welt. Einmal die neue Welt. Bitteschön. In den Straßen der texanischen Großstadt wird John F. Kennedy ermordet. Bei uns ist sie weitaus bekannter geworden durch eine Fernsehserie. Wie heißt die Ölmetropole, in der J.R. Ewing sein Unwesen treibt? Dallas. Ah, jawohl. 100 D-Mark im gemeinsamen Topf. Das heißt, wir spielen in der Vorrunde wieder um 100 D-Mark in den Außenfeldern, um 200 Mark im mittleren Feld. Siegbert. Broterwerb. Nur wenige Menschen üben diesen Beruf aus. Ihr Arbeitsplatz ist ein Flugkörper außerhalb der Erdatmosphäre. Erste Frage. Wie heißt ein Raumfahrer in Amerika, der sich an einem solchen raketenangetriebenen Flug beteiligt? Und Frage 2. Wie lautet die russische Bezeichnung dafür? 9 Sekunden Bedenkzeit. Astronaut, Kosmonaut. Das können Sie jetzt noch mal sagen, nach den 9 Sekunden. Astronaut und Kosmonaut. Und auch wieder stimmt das finde ich in Ordnung. Auch das O platziert 300 Mark, ist ja klar, nicht wahr? Wenn man so mit Raketen und über Raketen nachdenkt, ist man ein bisschen schneller. Macht nichts. Thomas. Dann versuche ich mal wir. Schweißfüße, Schweißflecken, schweißnass. Etwa 2 Millionen dieser gesuchten Poren sind über weite Hautflächen verteilt. Sie dienen vor allem der Wärmeregulation im Körper. Wie heißen die Dinger, die bei Angst ins Schwitzen kommen? Die Schweißdrüsen. Das sind die Schweißdrüsen, jawohl. 400 D-Mark im gemeinsamen Topf. Die Chance zur Reihenbildung, Siegbert. Wir brauchen einen Block. Tja, 40er Jahre. Neue Noten braucht das Land. Ludwig lässt die Kassen klingeln. Das Experiment gelingt. Welcher Notentausch führt uns ins Wirtschaftswunderland? Die Währungsreform 1948. Ja, 20. unglaublich, Juni. Er weiß ja alles. Sehr wunderbar. Der Block, 500 D-Mark im Topf und die Chance zur Reihenbildung jetzt beim Siegbert. Thomas. Tja, dann die 2. Oder 2. 2. Ein amerikanischer Film aus den 70er Jahren erzählt die Liebe eines jungen Mannes
zu einer fast 80-jährigen Frau. Wie heißen die beiden Helden, deren Namen dieser skurrilen Filmkomödie den Titel verleihen? Ja, das sind Harold und Maud. Das sind Harold und Maud. Und das ist der Block 600 D-Mark im gemeinsamen Topf. Siegbert. Stopp, was? Zwischen 1341 und 1971 machen sie die Kanaren über 25 Mal zu einem heißen Pflaster. Die Araber? Nein, sonst geht weiter für beide. Ohne die zeitweilige... Vulkane? Ja, Vulkane suchen wir. Richtig, Thomas. 700 D-Mark im gemeinsamen Topf und die Chance zur Reihenbildung jetzt beim Thomas, denn Sie sind weiter dran. Tja, ich versuch's mal mit Vorhang auf. Auf der Bühne geht es heiter und lustig zu. Der Ursprung dieser Theatergattung liegt in griechischen Fruchtbarkeits- und Phallusriten. Wie nennt man die Schwester der Tragödie? Die Komödie. Ja, das ist sie. Jetzt hat er natürlich eine glänzende Ausgangsbasis. Das heißt, Siegbert, Sie können einen Block setzen und er hat immer noch die Chance, anschließend eine Reihe zu vervollständigen. Stoppen Sie. Duell. Er nimmt das Duell. Das spielt der Thomas gleich mit. Bei Duell stelle ich Ihnen eine Frage, gebe drei mögliche Antworten dazu, aber nur eine ist richtig. Was ist ein Minarett? A. Eine leichte Stoßwaffe mit vierkantiger Klinge. B. Der Moscheeturm, auf dem der Muezzin zum Gebet ausruft. Oder C. Eine Form der künstlerischen Darbietung mit politisch-satirischer Aussage. B. Richtig, das ist der Moscheeturm, auf dem der Muezzin zum Gebet ausruft. Das ist der Block. Sie nehmen den Treffer, Thomas. Muss ich, ja. Lange treibt sich Ludwig Erhard auf der politischen Bühne rum. 3 Jahre ist er Bundeskanzler. Wie viele Jahre füllt er vorher als Wirtschaftsminister die Gläser und Konten seiner Mitbürger? Was meinen Sie, wie viele Jahre? Das... 11. Er sagt 11 Jahre. Ist nicht genau richtig. Siegbert, mehr oder weniger? Schnell. Weniger. Es waren 14 Jahre und damit hat Thomas Tic-Tac-Toe 1000 D-Mark im gemeinsamen Topf. Siegbert, von Ihnen müssen wir uns verabschieden. Thomas, kommen Sie her. Gerade eben noch. Weil sich Siegbert ja gut mit den Finanzen ausgeht, habe ich gedacht, vielleicht setzt er den Block. Jetzt haben wir Tic-Tac-Toe für Sie. Schon mal der erste Schritt zur goldenen Tic-Tac-Toe-Frage gemacht. Wir gehen jetzt zum Beutespiel. Kommen Sie. Er atmet jetzt tatsächlich einmal durch. 1000 D-Mark, eine schöne runde Summe. Und Sie mischen. Und stoppen Sie auch. Mit welchem Buchstaben spielt der Champion? Ich spiele weiter mit dem X. Mit was sonst? Ja. Hinter welchem Feld ist das erste X? Ich fange auch wieder mit der 6 an. Mit der 6 fangen wir an, da ist ein X. Nee. Nein. Der Cousin von Urmel aus dem 1. 1000 D-Mark haben wir, jetzt decken wir alles auf. 4 Xe waren drin und oben auf der 1er Position der Drachentöter. Macht gar nichts. Zum dritten Mal im Finale. 1000 D-Mark nimmt er wieder mit. Und dort können ihn nur noch entweder Harald oder Ines stoppen. D-Mark und trifft dort auf unseren bis jetzt zweimaligen Champion Thomas mit 1000 Mark. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in wenigen Minuten. Wenn es dann heißt, Ines oder Thomas, wer ist Champion? Finale bei Tic-Tac-Toe. Aus ihrer Runde bringt sie 1100 D-Mark mit und steht am X-Pult, wo normalerweise der Champion stand. Ines! Der zweimalige Champion findet sich am O-Pult wieder, bringt 1000 D-Mark mit aus seiner Runde. Thomas! Thomas, und jetzt zwischen 200 Mark und 1000 D-Mark. Können Sie uns einen Betrag drücken, um den wir spielen, in den äußeren Feldern? Ich hoffe, es ist ein hoher Betrag. Hier sind die Summen. Wir wirbeln sie durcheinander. Und jetzt stoppen Sie uns den Betrag. Dann ist wieder Zeit. Und 400 D-Mark. 400 Mark in den Außenfeldern, 800 Mark im Mittelfeld. Die Kategorien für die Finalrunde. Superkraft. Tiefsinnig. Feste feiern.
Zeitgeist der 50er Jahre. Taktstock. Wo? Dazu Spezialkategorien. Auktion. Chance. Stopp Chronik. Ihnen beiden viel Glück. Ines, Sie beginnen. Wo? Wir sehen eine Grafik. Helena wird zur Hauptstadt erkoren in einem Land, das in den Rocky Mountains liegt und an Kanada grenzt. Dort wird viel Bergbau und Hüttenwesen betrieben. Wie heißt der bergige US-Bundesstaat? Weiß ich nicht. Keine Idee. Montana. Montana. Thomas. Dann nehme ich mal tiefsinnig. Pünktlich war er, der Herr Kant. Nach ihm soll man in seiner Heimatstadt die Uhren gestellt haben. Von dort stammen neben seinen Gedanken auch die leichter verdaulichen Klopse. Wie hieß die Stadt in Ostpreußen bis nach dem Zweiten Weltkrieg? Königsberg? Ja, die Königsberger Klopse, klar. Das O platziert, 2500 D-Mark im gemeinsamen Topf. Ines. Feste feiern. Der eine heißt An der schönen blauen Donau. Der andere führt Schnee im Titel. Welcher Rundtanz mit wiegendem Dreivierteltakt und Drehung vermittelt das Gefühl, dass man im siebten Himmel schwebt? Es ist der Walzer. Ja, der Walzer, der Donauwalzer oder der Schneewalzer. Das X platziert 2900 D-Mark im gemeinsamen Topf. Thomas. Dann versuche ich es jetzt mal mit der Auktion. Die Auktion. Eine Spezialkategorie, Sie spielen beide. Und bei Auktion stelle ich Ihnen jetzt eine Frage zum Thema Kraut und Rüben. Und diese Frage lässt 10 Antworten maximal zu. Und Sie sollen bieten, wie viele Antworten Sie mir denn geben können. Hier ist der Text. Curry ist eine Gewürzmischung. Welche der darin enthaltenen Gewürze können Sie nennen? Sie bieten zuerst, Thomas. Zwei. Ines, können Sie überbieten? Nein. Also wenn Sie zwei nennen, dann besetzen Sie bereits das Feld. Nennen Sie sie. Safran, Pfeffer. Leider nicht. Jetzt braucht uns Ines nur noch ein einziges zu nennen. Und dann haben Sie das Feld. Paprika? Nee, ja Moment, ich schau mal eben nach. Nee, auch nicht. Leider nicht. Ich habe jetzt erstmal 10 durchsehen müssen. Ich nenne sie Ihnen einfach mal alle. Cayennepfeffer, Ingwer, Kardamom, Koriander, Kümmel, Kurkuma, Muskat, Nelken, Pfeffer und Zimt. 10 zur Auswahl. Keins gewusst. Ja, was ist denn los? Weiter geht es mit Ines. Taktstock. Hätte jemand schon mal scharf sagen können oder so. Naja, gut, okay. Wir hören eine Musik. Er verbindet klassische Musik mit neuen Rhythmen und Arrangements. Er schätzt Klaviermusik in Begleitung vom Jazzorchester, wie seine Rhapsodie im Blut zeigt. Wie heißt der Komponist von Porgy and Bess? George Gershwin. Das ist er. Chance zur Reihenbildung. 3300 D-Mark im gemeinsamen Topf. Thomas. Ja, ich versuche den Block mit Superkraft. Der Brockhaus definiert sie 1922 so. Eine mechanische Vorrichtung zum Töten von lästigen und schädlichen Tieren, namentlich Raubzeug. Ein Würfel Speck oder Käse wird zum Lockvogel. Wie heißt die Vorrichtung, die Speedy Gonzales das Genick bricht? Ich glaube, das ist die Mausefalle. Da glauben Sie richtig. 3700 D-Mark, gut geblockt, Ines. Die Auktion. Noch einmal die Auktion. Diesmal eine Frage zum Thema Poprock. Diese Frage lässt 9 Antworten zu. Ines, Sie dürfen als Erste mir anbieten, wie viele Antworten Sie mir geben können. Herbert Grönemeyers großer Durchbruch war der Titel Männer. Wie viele weitere Stücke auf der LP kennen Sie? Was meinen Sie? Männer, das ist... Wenn man jetzt zu Hause an den Plattenschrank könnte. Ja, ich weiß. Zwei. Können Sie überbieten, Thomas? Nein. Dann nennen Sie mir die zwei. Bochum. Stimmt. Und, oh, meine Güte. Kinder an die Macht. Nein.
Thomas, Sie brauchen mir nur noch eins zu nennen und dann besetzen Sie das Feld. Ich habe keine Das wissen Ahnung, Sie. Wenn ich es Ihnen gleich sage, Sie wissen es. Bestimmt, aber... Alkohol zum Beispiel, oder? Ja. Ja, natürlich, klar, kennen wir, ne? Amerika, Bochum, erwischt, Fangfragen, Flugzeuge im Bauch, für dich da, jetzt oder nie und Mambo, so lauten die Titel auf dieser LP. Es geht weiter mit dem Thomas. Ja, dann versuche ich es mal mit wo. Einmal wo. Dann sehen wir eine Grafik. Zauberkundige Druiden sind dort die Priester, bevor St. Patrick die Galen mit dem Christentum beglückt. Von welcher grünen Insel schwärmen später auch Mönche nach Deutschland, Frankreich und England aus? Nach Irland. Ja! 4.100 D-Mark im gemeinsamen Topf. Weiter geht es mit Ines. Ich nehme wieder die Auktion. Wir nehmen nochmal die Auktion. Das jetzige Thema, neue Heilige. Und 12 Antworten sind drin. Im Zeitalter des New Age sind die Tierkreiszeichen wieder besonders in Mode. Wie viele können Sie nennen? Alle 12. Ich mache Sie vorher darauf aufmerksam, wenn Sie eins wiederholen sollten oder wenn Sie die Bedenkzeit von 4 Sekunden überschreiten oder eins wiederholen, dann braucht uns Thomas nur noch eine richtige Antwort zu geben. Okay? Starten Sie. Steinbock, Fisch, Wassermann, Stier, Witter, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze. Besser geht's nicht. Alle 12 richtig. Verdientermaßen die Auktion bekommen. 4.500 D-Mark im gemeinsamen Topf. Thomas. Jetzt muss er blocken. Ja, ich nehme die Chance. Die Chance. Eine Information gebe ich Ihnen. Wenn Sie aber noch die zweite brauchen, hat Ines zuvor die Chance, diese Aufgabe zu lösen. Die Farbe Weiß hat sich für dieses Kleid erst im Laufe des 19. Jahrhunderts durchgesetzt. Was suchen wir? Das Brautkleid? Ja! 4.900 D-Mark im gemeinsamen Topf und jetzt hat er die Chance zur Reihenbildung. Ines, jetzt müssen Sie blocken. Stoppchronik. Beide spielen Sie, jetzt wird spannend. Block oder Tic-Tac-Toe. Beide legen Sie die Hände bitte auf den Drücker. Genau, und wenn Sie die Antwort meinen zu kennen, unterbrechen Sie mich sofort durch das Signal. Zum Thema Ufer, wichtig, denken Sie dran. Durch das Wunschkonzert gibt in dem gleichnamigen Film ein Fliegerleutnant seiner jungen Geliebten ein Lebenszeichen von der Front. Bei welchem Deutschland bewegt... Lili Marleen? Nein. Sie spielen beide weiter. Bei welchem Deutschland bewegenden Ereignis lernen die beiden sich Mitte der 30er Jahre kennen? Bei den Olympischen Spielen 1936. Natürlich jetzt die große Chance für den Thomas, unseren Champion. Ich nehme nochmal Stoppchronik. Diesmal zum Thema Mickey Mäuse, also Comics. Gesucht wird ein Ereignis im Jahre 1930. Superman? Nein. Ein amerikanischer Trickfilmzeichner und Produzent... Walt Disney? Nein. Hat einen kleinen Nager... Mickey Mouse? Ja, die Erfindung der Mickey Mouse! Jetzt werden wir mal ganz ruhig. Ines, toll gespielt. Thomas, ich gebe dir jetzt 4 Sekunden Zeit, um mir als dreimaliger Champion zu sagen, ob Sie die goldene Tic-Tac-Toe-Frage hören möchten, also alles oder nichts spielen, oder ob Sie sagen, das war's, ich nehme den Betrag, den ich bisher gewonnen habe, mit nach Hause. Lassen Sie sich die 4 Sekunden auf jeden Fall Zeit. Die Zeit gilt ab jetzt. D-Mark mitnehmen oder verdoppeln auf 39.600 D-Mark. Was machen Sie? Ich bin ein armer Student, ich nehme das Geld. Kommen Sie beide zu mir nach vorne. Ines, Thomas. Unser Champion verabschiedet sich zum dritten Mal mit 19.800 D-Mark.
Ich hoffe, es war spannend genug für Sie. Ich bin jetzt am Ende. Ich freue mich, dass er gewonnen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Tic-Tac-Toe. Tschüss.